Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Partie der Jobsters Gießen 46ers gegen die Telekom Baskets aus Bonn. Endstand war 95-103. Ich begrüße sehr herzlich die Vertreter der Presse, die Zuseher, Zuhörer in den Nebenräumen und ganz besonders die beiden Coaches auf Seiten von Bonn, Thomas Schisalo, und auf Seiten der 46ers Pete Strobel. Ja, die Glückwünsche gehen nach Bonn. Ihr habt einen guten Lauf, auch heute das Spiel gewonnen. Komisches Spiel irgendwie, mit vielen Läufen auf beiden Seiten. Das Statement bitte. Ja, ich, was kann ich sagen? Das war, es stimmt, es war ein Spiel von vielen Läufern. Und in der ersten Halbzeit haben wir sehr viel richtig gemacht. Wir hatten die große Druck am Beginn von Gießen, kind of withheld, und dann unser eigener Punch thrown. Nach diesem Punkt in dem Spiel könnten wir immer die freie Mann finden, und darum hatten wir 55 Punkte. Ich denke, ja, im ersten Halbzeit. Das einzige Problem war die Offensive Rebounds von Gießen. Die haben sehr gut gearbeitet mit John Bryant und Nuni Omot. Und für die Second Chances mit 9 Offensive Rebounds schon am Halbzeit. Das war unser so Hauptthema in Halbzeiten, dass wir mussten ein bisschen mehr solid sein. Aber dann etwas hat passiert, und unsere ersten 5 Minuten war katastrophalisch in dritter Viertel. Es war ich denke, es war 14-0 Lauf. Wir waren 14 in der Vorne, und dann waren wir gleich ganz, ganz schnell ohne Punkte. Und es war meiner Meinung nach, es war nicht so, dass natürlich Gießen hat gut gearbeitet und hat ein bisschen mehr Druck gemacht, aber unser Fokus und Effort war nicht da. Und das muss man verstehen, in die Bundesliga ist kein Spiel ist leicht oder einfach. Und wenn man so 5% verliert, die Fokus oder Effort, dann ist es unglaublich schwierig gegen eine Mannschaft wie Gießen. Der hat schon gezeigt gegen Oldenburg, wie die können Druck aufbauen an die Ballhandlers und dann Transition Scores zu kreieren oder auch gegen Chemnitz in die gute laufen. Und das war auch ein Thema, dass soll passieren in der Spiel, und wir müssen bereit sein, aber wir waren nicht. Und dann ist es natürlich, wenn du hast when you've dug a hole for yourself, dann ist es schwierig. Dann war die Fans waren dann in dem Spiel, und dann muss ich sagen, dass die nächsten 13 Minuten waren sehr solid, und dann die vielleicht letzten 2-3 Minuten waren nochmal hektisch, wo wir schon die Spiel im Hände hatten, und nach dem ein paar Fehlentscheidungen und so, und nochmal in diese schwierige Situation. So ein ganz, ganz komisches Spiel. Ich denke, wir sind ein bisschen glücklich, dass wir sind in dieser Position als Sieger heute. Und wir müssen es schnell korrigieren. Es ist nicht, Pete weiß das auch, dass es ist auch nicht leicht, wenn man gewinnt viel, man verliert diese Sense of Urgency, und das ist die greatest enemy of development. Und das ist, was wir suchen, die Entwicklung, Weiterentwicklung während der Saison, weil das ist, was ist unsere Hauptsache, und was kann dann im Frühling etwas Besonderes mitbringen. Danke. Ja, vielen Dank. Ja, Pete, ich glaube, es fällt heute schwer, glaube ich, ein ganz emotionsfreies Fazit zu ziehen nach diesem Spiel. Dein Statement, bitte. Also wir müssen mit Leidenschaft spielen. So haben wir eine Chance zu gewinnen. Erstens, Gratulation an Thomas und seine Mannschaft. Spielentscheidend für uns war, ich will keine Ausrede, ich will mich nicht beschweren. Aber spielentscheidend war der Unterschied mit den Freiwürfen. Also wenn eine Mannschaft kriegt 43 Versuche von der Freiwurflinie, also schau mal die Punkte, schau mal die Punkteverteilung für die Freiwürfe.
entweder fallen wir zu viel oder spielen wir zu oft mit unseren Händen oder. Also man kann alles von zwei Seiten betrachten. Von unserer Seite, wir haben einen Schritt nach vorne genommen, besonders mit dem ersten Viertel. Wir haben schon wieder gezeigt, dass wenn wir zurück sind, wir kämpfen wieder, wir hören nie auf. Das zeigt Charakter. Ich freue mich, dass ein Flo Koch was gezeigt hat. Ich freue mich, dass ein paar Spieler einen Schritt nach vorne gemacht haben, aber gleichzeitig haben ein paar Spieler einen Schritt zurückgenommen. Ich will natürlich als Trainer, dass wir als Mannschaft immer nach vorne, immer nach vorne, immer nach vorne. Wir müssen wirklich mehr rausnehmen, als was wir haben. Wir müssen einen Weg finden, dass wir Spiele gewinnen. Das wird nicht leicht. Es ist eine Superliga. Jede Mannschaft kann jeder schlagen. Es ist eine interessante Liga, besonders dieses Jahr, dass es so knapp ist. Jeder Sieg ist wirklich, wirklich sehr wichtig für alle Mannschaften. Wir müssen einen Weg finden, dass wir Gießen 46 Spiele gewinnen können. Ja, vielen Dank. Gibt es noch Fragen von Seiten der Presse? Ja, hier vorne. Selbstverständlich gibt es Nachfragen nach diesem Spiel. Du hast die Situation mit dir selbst jetzt nicht erwähnt. Wir hatten den Eindruck, dass du in der Diskussion mit Dennis warst und nicht mit dem Schiedsrichter. Wie hast du das gesehen? Nicht gesehen, schon erlebt. Ich habe mit meinen eigenen Spielern gesprochen. Ich zeige Leidenschaft, ich erwarte Dinge, ich verlange Dinge. Einer von unseren Spielern hat einen Fehler gemacht. Ich habe mit meinen eigenen Spielern geredet. Punkt. Der Schiedsrichter hat das wie begründet? Was hat er dir gesagt? Ich habe überhaupt nicht verstanden, gewusst, warum er zu mir gekommen ist. Es war eine Überraschung. Pete, das war dein zweites technisches Foul. Du bist raus. Warum? Es ist schon vorbei. Wir haben das schon gepfiffen. Ich habe mit meinen eigenen Spielern geredet. Wie hast du die letzten Minuten jetzt verbracht? Hin und her spazieren in unserer Kabine mit voller Frust. Ich wollte mit meiner Mannschaft kämpfen. Okay. Keine weiteren Fragen. Dann vielen Dank. Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest, gutes Weihnachtsfest. Bleiben Sie gesund und wir sehen uns in Gießen erst wieder im neuen Jahr. Und euch natürlich einen guten Heimweg nach Bonn. Danke. Ciao.